Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge sind wir aus dem Orderpalast oder ja, Orderpalast. Ich merke mir immer besser die Orte und den Namen. Und ja, wir sind ausgeflüchtet und währenddessen hat Gaius hier mal voll den Krieg angezettelt gegen Aujol oder umgekehrt, Rushagol. Ich verwechsel immer noch die beiden Nationen, tut mir leid. Und ja. Irgendwo auf der Welt tobt gerade eine epische Schlacht und während die tobt, da gucken wir uns das geht hier an. Bitte. Has our eminent tactician figured out how the enemy plans to cross Fezabel Marsh? I'm afraid not. During the Renome season, the marsh flow weakens enough to make a crossing possible. But spirit climb changes have been thrown off kilter. The marsh flow should remain active. What's this marsh flow? The marsh's many bodies of water are linked together, with their water flowing through underground channels. If you were to fall into one, you'd get carried off to who knows where. Oh, that wouldn't be a problem. I'm a great swimmer. The maze of channels is quite complicated. It could be 10 years before you're finally pulled to the surface. Yikes. Don't know if I can hold my breath for that long. And yet the enemy intends to cross it with a full army. That leads me to one conclusion. That Aujol has a tactician even greater than the conductor himself? Yes. Ui. Wir haben einen noch epischeren alten Mann. Oder jungen Herren oder was weiß ich. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal zum Shop gehen, weil ich weiß nicht. Ich hole mir noch mal ein paar Gerichte, Rezepte, was weiß ich. Wo ist der Shop hier? Und ich baller ein bisschen die Läden auf, weil wir ja nichts Besseres zu tun haben. Irgendwo sterben 50.000 Leute im Krieg, aber wir rüsten erstmal die Shops hier auf. Lebensmittelländer, die werden irgendwie immer wichtiger. Ich brauche nur Insekten, okay. So, Sack Level 51. Und was ist als nächstes? Ich würde sagen, wir Waffen laden. Wow. Oh. Wie habe ich denn so viel Dinger bekommen? Level 55. Flutenfaust. Wow. Schön. Ey, da hatte ich eiskalt 99 hatte. Wie ist denn das passiert? So. 51. Oh, geil. Alles Teile. Wir können alles Teile kaufen. Wie geil. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so einfach ist. Also da muss irgendwie was. Da muss ein Haken dran sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach so mal die alles Teile hier so unendlich wie möglich kaufen können. Weil das wäre ja ein bisschen zu imbar. Das ist aber nur meine Meinung. So, 1, 2, 150. Oh, Sephira. Das war doch hier, das viel Geld gab oder irgendwie sowas, glaube ich. Weiß ich nicht. So, jetzt noch die restlichen Dinger hier. Verdammter Mist. Das bringt auch gar nichts mehr, schade. Level 51. Ein Opal. So, dann machen wir das hier auf. Nee, dann machen wir den hier auf. Keine Ahnung. Wow. Level 53. Dann machen wir den hier auf. Weiß nicht. 52. Und dann machen wir ihn hier noch auf. Wenn das noch geht. Verdammt. Da geht noch. Bums. Wir haben nichts bekommen. Was? Gehen wir irgendwas? Nö. Okay. So, dann gehen wir mal zu den. Ne, wir holen uns ein paar Gerichte. So, und ich verkaufe jetzt erstmal die ganzen anderen Gerichte hier, die wir nicht brauchen. KP brauche ich nicht, TP brauche ich nicht. Ist
war irgendwie schwachsinnig, aber was soll's. Nee, die könnte ich vielleicht noch brauchen. So, das sind die ganzen Galt-Dinger. Jetzt hätte ich gerne diese anderen Galt-Dinger hier wieder. Boah, immer noch so teuer. So, nehmen wir hier ein. Den futtern wir direkt. Zack. Und dann nehmen wir, dann kaufen wir den direkt wieder. Und den hier und den haben wir noch. Ja, lass mal das. Wunderbar schon. So, jetzt Ausrüstung. Und Zubehör und was weiß ich. Weil ich habe das Gefühl, wir werden es brauchen. Da sind die Shops. Na gut. Und 5 Minuten hier mit Ausrüsten schon mal wieder verballert, aber was soll's. Müsst ihr nur ihr gucken. Waffen. Ne, Rüstung. Ich glaube, Rüstung sind nicht mehr so aktuell. Phönixschutz, wow. Nur er kann ertragen, was? Oh, zu teuer. Gothic-Schutz. Ist noch ein Gothic-Kleid. Was sollen diese Anspielungen? Was soll das? Gothic-Jacke, ach so. Ist für jeden. Ich dachte. Nee, ich glaube, die sind noch aktuell. Die habe ich doch letztens aktualisiert, glaube ich. So, dann gucken wir mal. Wow. Wow, ist das teuer. Wow, ist das teuer. Eieiei. Wer braucht denn am nötigsten hier? Weiß nicht. Vor allem, was ist denn am billigsten? Würde ich jetzt mal ehrlich gesagt sagen. Mein Gott, ist das teuer. Und hier, meinetwegen. Mal springen wir schon wieder eine Waffe. Oh, leck mich am. Na gut. Eieiei. Wen steuern wir denn? Elvin, habe ich keinen Bock mehr. Elise! Gucken wir mal die Arzt an. Der hat da Tipo Beben, glaube ich. Machen wir mal so. Und Beben. Und sie hat eine Ding jetzt eine Arkanart. Muss ich dran denken. So, dann gehen wir nach. Wo muss ich denn überhaupt jetzt hin? Oh, dahin. Wie praktisch. Da hier direkt am Weg ist. Okay. Habe ich nichts dagegen. Wow, 8 Minuten nur fürs Ausrüsten. Ich bin so gut, ne? Glaubst du nicht? Schützfreunde von der medizinischen Hochschule. It's been a while since you've been back to Fenmont. Don't you want to visit any of your friends? Nein. Yeah, sure. Wait, you didn't make any friends while you were here? I made plenty of friends. It just, it feels like it's been forever since I went to school here. Okay. Ja, du willst so Dingen zurückgehen? Meinetwegen. Ja, was gibt's denn hier? Hier muss es ja irgendwas geben, wenn das hier so angesprochen wurde. Nö. Und ich hoffe wirklich, das sind so Sachen, die wir nicht schon erledigt hatten. Hallo. Hallo. Mein Skit sagt mir, ich soll hier hin. Oh, hier passiert tatsächlich was. Dr. Jude, I didn't know you were back. Professor Dr. Jude. I couldn't believe it when I heard that the military was after you. Oh gosh, where do I even begin? Take a deep breath, Prin. It's okay. Although, to be honest, so much has happened that I don't really know where to begin either. You weren't really a spy, were you? I can't imagine you being one. Are you kidding? Jude's smart and all, but I wouldn't hire this goofball to spy on his own nose. A harsh, yet accurate appraisal. You must be Leia. You're exactly as Dr. Jude described you. You always showed up in his stories, you know. Really? And here I thought he'd forgotten all about me. I only mentioned you a few times. Hey, is that a Sylph Jay? Are you treating it?
Yes, I'm doing it as a special favor. Wollte schon sagen, was macht die Taube hier in unserem Büro? That's the same bird Alvin uses. I didn't know it was called a Sylphjay. They're pretty unique. They can channel wind spirits with their manalobe to help them fly long distances. Sylphjays also have the ability to distinguish between the manalobes of different people and can use that to sense a person's location. Das nennt man Brieftauben. Guy, you're pretty smart. Unfortunately, this little one flew too far, too fast, and ended up hurting his manalobe. Well, that was silly of you. But I like a hard worker. He'll weaken and die from the injury. And there isn't anything I can do to save him. There is a treatment that uses harmonica grass, but it's impossible to get right now with everything that's happening. Hey, if that's the case, I'll find some harmonica grass for him. What? You know I have a weakness for the smart but bumbling type. You're still talking about the Sylphjay, right? Dann lass uns mal gucken, ob wir vielleicht sowas schon in unserem Inventar haben. Ah, super. Ja, ist auch praktisch, dass wir genau dahin müssen. Na gut. Ich erkunde mal einen anderen Bereich der Uni. Und zu gucken, ob da vielleicht noch was ist. Da gibt dann noch einen zweiten Teil hier. Und ja. Danach machen wir uns auf zum Aklan-Sumpf. Und suchen Motharmonika-Gras. Ich habe schon wieder längst vergessen, was wir überhaupt brauchen. Hieß das so? Harmonika, Gras. Weil das Gras oder Kraut. Boah. Ich mein verdammtes Kurzzeitgedächtnis. So, mehr Cutscenes haben wir nicht. Nein, okay. Keine cute Scenes mehr. Meinetwegen. Ja. Dann ab zum Aklan-Sumpf. Durch den Aklan-Sumpf vom bis zum Visible Moor. Na klar. Vorher müssen wir durch den Aklan-Sumpf. So, ich speichere mal hier, weil kann alles passieren. Oder auch nicht. Ist zwar nicht so mein Ding während der Aufnahme, aber was soll's. Kasum. So. Das war ja richtig, oder? Aklan-Sumpf. Ja, das war richtig. Neues Gebiet. Ich mache euch alle Plattmonster, nur damit ihr es wisst. Die Geschichte der Menschen. Ey. I understand that humans haven't engaged in large-scale warfare since the Battle of Fezabel 20 years ago. For someone who doesn't meddle in human business, you sure seem to know a lot about our history. I read a book about recent human history while I was convalescing in Laurent. You read it in a book? Guess Jude's not the only honor student. The book confirmed my theory. Humans haven't changed one bit since ancient times. And I suppose your impression of ancient times also comes from a book. Did you say something? Hmm? Oh, I just said that as long as humans never change, we mercenaries will never go hungry. Ja. Der Umgang mit Stäben. Oh, that's some fine staffmanship. I'm still learning. I won't quit training till it's an extension of my body. Your dedication to your art is admirable. It puts mine to shame. Oh, I don't know about that. Now don't get all psyched up just because she praised you. Whatever, I'm psyched! Yeah! Ow! My head! See? What did I just tell you? No, it really hurts. You'll be fine. Here, I'll take care of it for you. Hmm. Leia truly handles her staff well. But Jude handles Leia even better. Das war eindeutig zweideutig. Ja, aber was uns in diesem Sumpf hier erwartet, das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dreh dich um, danke. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag tschüss.